Ich kann sie über ihr Armband verfolgen und von hier aus führen. Warum ist sie hier? Ach du heilige Scheiße. Scan abgeschlossen. Super. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Gibt es einen Alternativweg hier vielleicht? Ich hoffe mal hier lang, ich hoffe die ignorieren mich. Ja, ist ein bisschen radioaktiv, ist scheißegal. Aber blöd ist, dass es wieder draußen rumläuft. Huch! Inspektion läuft. Ich bin überschrocken. Integrität wurde beschädigt. Lassen Sie mich das reparieren. Reparatur abgeschlossen. Warte mal. Würde ich mir ernsthaft sagen, ich muss jetzt da rein. Ja? Das klingt jetzt vielleicht seltsam. Aber ich bewundere Ihre Taten. Sie hätten Chief Eleazar und ihren Leuten im Frachtraum nicht helfen müssen. Besonders, wenn man bedenkt, dass sie die Station zerstören wollen. Sie haben ihnen Hoffnung gegeben. Wenn auch nur kurzfristig. Okay, warte mal, habe ich hier so ein Red-Zeug dabei? Das hier. Ein Packung mit Pillen, die gegen Strahlendosenverstrahlungen helfen. So, muss man ein bisschen Damage einstecken, kann sich ändern. Der Sternbesucherzyklus, Band 5. Ah, was haben wir denn da? Guter Cop, erfolgreicher Cop. Oh, das hat man definitiv noch nicht. Auszug aus einem Buch über Vernehmungstechnik von Dr. Avalon Bayer. In den Unterhaltungsmedien dargestellte typische Verdächtige ist bei Vernehmung stur, clever oder sogar arrogant und liefert sich einen verbalen Schlagabtausch mit dem Vernehmer. In puncto Dramatik funktioniert das gut. Gibt wirklich Abläufe, aber nur unzureichend wieder. Es ist wichtig anzumerken, dass die meisten Verdächtigen reden wollen. Lassen Sie es zu, geben Sie ein paar Stichworte, aber nur um den Redefluss im Gang zu halten. Versuchen Sie nicht etwas zu steuern, sondern lassen Sie die Person einfach reden. Meiner durch Fallstudien bestätigten Erfahrung nach gelangen die meisten Menschen irgendwann zu den Informationen, die sie erhalten möchten, wenn sie ihnen einfach zuhören und ihre Annahmen, falls nötig, bestätigen. Bewege mich. Ja, beweg dich mal, ne? Passwort? Kein Passwort. Dann hacke ich halt mal wieder. So, X. Okay, gibt einen Stromschlag. Scheiß drauf. Jetzt haben wir es machen müssen, aber wir können seine zwei drüber. Ja, schön, das ist toll gemacht. Feines Kind. Okay, dann gehen wir hier lang. Ist entspannt auf jeden Fall. So, X. Lalala. Hallo, ganz ruhig jetzt. Nicht austicken. X. So, 2, 4, 8. Naja, ich. Programme? Bereichskarte, runterladen. Ja, gib mal. Kann man schon brauchen. Techniksteuerung, Zugang gewähren. Okay. Speichern. Sterben. Einer bleibt doch da. Nee, kann man nicht tragen. Okay, dann das noch. Yo! Komm her, Rexy! Meine Fresse, hast du Stress? So, kannst du mir wieder tragen. Ja, komm, ich schmeiße eine Anschalter rüber. Gib das Ding dafür her. Sie haben mich gesucht? Ja, was ist mit Michaelas Büro? Ich habe einen Vorfall gemeldet. Der ist bestimmt spannend, aber ich habe keine Zeit. Ich muss eine Mannschaft auf die andere Seite dieses Bruchs bringen. Also, wo liegt das Problem? Das Problem ist, da drin ist es dunkler als in meinem Arsch. Der Erdungswiderstand ist defekt. Wechseln Sie ihn aus, dann gibt es Licht.
Ist das alles? Hey, Sie klingen nervös. Was ist los? Ich wollte den Widerstand gestern wechseln. Und? Er ist zu einer Art Pampe geschmolzen. Roch total ekelhaft. Mist, Len. Das steht nicht in dem Bericht, oder? Ich brauche ein bisschen Schlaf. Meine Schicht ist sowieso vorbei. Vielleicht haben Sie ja mehr Glück. Naja, wenn du meinst. Ich hab's repariert. Achso. So, ein Bewässerungssystem. Ich dachte gerade, was geht jetzt? Ich bin genügend Platz. Wenn du meinst. Nein, ich habe auch geschossen, Mann! Warum geht denn das nicht? Willst du mich verarschen? Ja, lad mal. Oh, war denn gespeichert? Ich dachte gerade so, ja, komm. Das Problem ist, da drinnen ist es dunkler als in meinem Arsch. Der Erdungswiderstand ist defekt. Wechseln Sie ihn aus, dann gibt es Licht. Ist das alles? Hey, Sie klingen nervös. Was ist los? Ich wollte den Widerstand gestern wechseln. Jaha. Und? Er ist zu einer Art Pampe geschmolzen. Schön, ne? Roch total ekelhaft. Mist, Len. Das steht nicht in dem Bericht, oder? Ich brauche ein... Erstmal kurz was. Bisschen Schlaf. Meine Schicht ist sowieso vorbei. Vielleicht haben Sie... Ah, das geht ja gar nicht. Alter, ernsthaft? Weiß nicht, so nah dran können wir sie irgendwie das anders probieren. Speicher nochmal kurz. Dann hier durch. Achso, das ganze Schienen schon Spannung. Ah, super. Ja, komm, dann lad, schnell laden, hopp. Okay, das heißt, ich muss ja schon runter und irgendwas stimmt da nicht, da. So, oder Verteiler kannst du einfach reparieren, schnell. Das geht natürlich auch. Na? Zwei E-Mails, warte. Einstecken bitte, dankeschön, ich muss kurz lesen. So, kann ich das irgendwie untersuchen? Näher ranzoomen? Naja. Emanuel, ich darf zwar eigentlich mit niemandem darüber reden, aber da ich sie sehr gerne mag, wollte ich, dass sie Bescheid wissen. Die Fluchtkapseln funktionieren nicht. Wenn es auf der Station zu meinem Notfall kommt, dann versuchen sie nicht, sie zu benutzen. Ich arbeite allerdings gerade daran, eine zum Laufen zu bringen. Erzählen Sie das niemandem weiter. Frank, Technik Shuttle Dog. Hallo Emanuel. Die E-Mail war ein Versehen. Ignorieren Sie sie einfach. Was ich darin geschrieben habe, ist auch nur ein Scherz. Ich wollte jemanden einen Streich spielen. Ah ja. Duncan oder Duncan, je nachdem. Scheiße, Connolly. Ich glaube, Duncan ist dieses Mal echt angepisst. Mussten Sie ihn so erniedrigen? Sein Operator war so gut wie fertig. Wenn er damit zu Brooks rennt, sind wir alle fällig. Können Sie sich nicht einfach küssen und gut ist? Manny. Igitt, Krasikov, also bitte, Manny, Sie wissen doch, dass ich nur Augen für Sie habe. Außerdem keine Chance, dass Krasikov Kampfops verpfeift. Er hat uns doch geholfen, das aufzuziehen. Es würde ihm genau wie uns an den Kragen gehen. Außerdem glaube ich dass er mehr der Typ für kleinliche Racheaktionen ist. Geben Sie ihm eine Woche. Ich wette, er kommt darüber hinweg. Connolly. Oh, Transcribe. Schlecht. Kann mir bitte jemand erklären, warum sich mein Paket verspätet? Tut mir leid, Dr. Burger. Das System wurde deaktiviert. Eine Notabschaltung. Wir arbeiten dran. Dieses Paket ist extrem empfindlich. Ich brauche es sofort in der Psychotronik. Wir sind gerade dabei, das Problem von unserer Seite aus zu untersuchen.
Das wird noch ein paar Stunden dauern. Ein paar Stunden? Gibt es nichts, was Sie tun können? Nein. Aber da Sie jetzt Zeit haben, könnten Sie Mr. Yu um Erlaubnis bitten, die gesamte Raumstation neu zu starten. Das würde das Problem sofort beheben. Das wäre lächerlich. Nun, wenn lächerlich keine Option für Sie ist, dann müssen Sie warten, fürchte ich. Vielleicht sehe ich mir das selbst an. Ich habe für Hallo. Die Mikrogravitation trainiert. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Arzt kann essen und das kann man mitnehmen. Perfekt. Wir schauen uns mal kurz um. Oh, was haben wir da? Ich will den nicht reparieren. Ich habe nicht mehr so viele Ersatzteile. Ich würde wohl auch aufpassen, was ich hier alles immer kaputt schieße und tue. Rumballere. Ich muss echt Material verarbeiten gerade. Ich komme echt nicht mehr drum rum. Das ist scheiße. Wir gehen jetzt mal auf den direkten Weg, dass wir das Ding zum Laufen bringen. Großer Mimik. Ach, hallo. Ja, bist du ein bisschen blöd? Komm doch her. Dann hau halt ab. Ist mir jetzt auch egal. Mach ich mir doch keinen Stress. Außer du kannst halt zu viele. Dann. Tot. Der war dran schuld, der Pisser. So, ganz einfach, mein Freund. Ganz einfach. Kann nichts mitnehmen, oder? Hat doch, jetzt guck mal. Hä? Wo? Was? Wer? Kontrollraum? Mann, ich hätte gern einen Zerschredderer. Level 3. Alter, da liegt Material drin, ihr rascht aus. Wir können aber nichts mitnehmen. Das Einzige, was ich jetzt machen könnte, theoretisch, schauen, dass ich die hier verarbeitet kriege. Bewegungsgeschwindigkeit, Stärke kann man hier verbessern. So, dann kann man dich noch vielleicht ein bisschen upgraden. Nachladegeschwindigkeit, ja, das wäre toll. So, dankeschön. Dann tun wir noch unsere Schrotze hier verbessern. Feuerkraft, ja, das ist perfekt. Und dann Munitionskapazität mal erhöhen. Und dann nochmal Feuerkraft. Und die Nachladegeschwindigkeit. So, jetzt haben wir nicht wieder Platz. Oder mal drei mitnehmen. Entweder wir würden da reingehen oder wir hacken die Tür. Ich bin für Tür hacken. So, ach, das sind immer die schönen einfachen Level. Hä, was? C, hab ich doch gedrückt. Was willst denn du? Komisches Ding, du. C. Jetzt ist da unten noch. Hui, hui. Bzz. Und haben wir C. Perfekt. Holy shit! Ich Idiot, das war jetzt falsch. Was mache ich da? War das das? Du hast deinen Geist mit entfernten Objekten zu gefangen? Nein, nein. Die Dauer vom Kampffokus auf 12 Sekunden erhöht, genau. Kommt zu ballern, bringt gar nichts. Was wir machen könnten, ist mal kurz ein Medikit fressen. Anzug wurde beschädigt. Und den Anzug reparieren. Das waren die Teile, ne? Reinigung. Ne, das waren dann die, ne? Ah, Anzug repariert, okay, ja. Puh. Ja, dem geht es zu Puls.
Ersatzteile. Achso, kann man da nichts nehmen, weil das Inventarsystem ist so doof, ist nichts sortiert. Echte. Rohrzangenfabrikatorplan, danke. Danke. Die Mimik ist leer. Die hat noch was. Hat sich gelohnt, hier reinzukommen. Kann man leider mich nicht mitnehmen. Das meine ich, guck, das sortiert mal durch. Bam, drei Plätze wieder frei. Das ist doch so doof. Dieses Inventar da immer. Ist auch leer, ist auch leer. Was ist das? Schrotpatronen, perfekt. So, was haben wir da? Das ist nix, das ist auch nix. Oh, hier liegt noch Material. Erdungswiderstand. Achso, das überbringt mir aber nichts. Waffenupgrade. Kann ich mitnehmen? Ist zu schwer. Doch, kann ich. Jetzt geht's? Hä? Ernsthaft? So, warte mal. Q kurz drücken. Na, lass mal wieder auffüllen. Ups, mein Wähler. Sorry. Und raus mit uns. So, da bin ich jetzt zu faul. Ist nur das Problem, ich brauche echt nur wieder Munition. Und muss das Material loswerden. Ich brauche definitiv einen Fabrikator. Muss ich da runter? Ich speichere mal kurz. Scheint so. Ja, die könnte ich reparieren, dann gehst du wieder kaputt und so ein Scheiß. Nee, nee, lass mal stecken, du. Ganz genau. Sie werden ausgesperrt. Okay, Sie brauchen die Schlüsselkarte eines Leiters. Talia Brooks. In der Kühlmittelkammer. Sie ist tot, aber sie hat ihre Schlüsselkarte sicher bei sich. Ja. Wie komme ich da rein? Großer Mimik, stirb! Stirb! Kaputt! So. Ganz einfach, mein Freund. Ach, ernsthaft jetzt. Aua, bist du bescheuert? So. Ganz einfach. Eieieiei, weil ich würde angange, du. Kannst schnell mal futtern und das nimm einfach mit. So. Wie komme ich da jetzt rein? Kühlmittelkammer? Geht's da vielleicht einen Umweg? Über den Außenbereich wahrscheinlich. Das ist super. Ah, ist ja ganz toll. Oder wir könnten hier eventuell, wenn da irgendwie was unterirdisch lang führt, wie hier zum Beispiel, können wir uns den Weg nämlich sparen. Da geht's nicht durch. Hier auch nicht. Hier ist auch nichts. Oh, was liegt denn da rum? Durchgebrannte Platine, sehr schön. Es mir wurde gelohnt, hier im Kreis zu laufen. Lalala, aber wir kommen leider nicht durch. Shit. Ging hier nicht noch einen Weg lang? Ja, ja. Komm du mir erstmal nach. Ja, wir sind Neuromod. Warum kommt denn der Freak noch wieder her? Aha, hab ich gesehen. Jetzt haben wir die gleiche Blöre. So, erledigt. Ach, ernsthaft jetzt. Ich gehe gleich zurück und verarbeite den ganzen Scheiß, du. So, das ist schon mal das Problem, dass man jetzt definitiv, ja, außer rum ist. Von Außenbereich. Ich hoffe, das stimmt auch, was ich hier sage. Ich komme nicht durch.
Vorsicht, wir uns kurz noch ein bisschen umschauen. Ist nur eine Kiste. Nein, ich repariere dich nicht. Vergiss es. Wie liegt eigentlich da rum? Name, Transcribe. Hey, ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass sie letztens ein Leck recht eigenwillig gestopft haben. Ah, cool, ach ja, war es ein Schleimervogel namens Krasikov? Möglich. Ist da was dran? Wenn ja, kriege ich dann den Hintern versohlt? Schlimmer. Ich steck sie ins Aalbecken. Autsch. Nee, das Lager war leer. Also habe ich mir eine Glue von den Jungs aus dem Maschinenlabor geliehen. War okay. Genial. Aber achten Sie nächstes Mal lieber drauf, dass wir genug Ersatzauflage haben. Okay. Alles klar, Boss. Hallo. Boże mój. Morgen. So. Ist passiert, wir müssen wie Klempo hier einlegen. Weil deswegen habe ich nicht auch das geskillt. Oh, wow, 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 wow! Hä? Anzug wurde beschädigt. Schnauze. Verpiss dich! Meine Fresse. Z und hier nehmen. Da haben wir das gleiche hier. IZ sortieren. Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Oh, wir lebten danach. Ich dachte, ich würde sterben. Naja, früher als ich dachte, dass ich sterbe. Wo ist dieses Ding hergekommen? War das Toni? Wie es mich angeschaut hat. Ich würde ja aufstehen. Aber meine Beine und meine Lunge und mein Nervensystem. Paraplexie, schon vergessen? Nee. Sie haben mich gewarnt. Die Spritzen sind in meinem Büro, da komme ich nicht rein. Aber der Aufzug. Ich meinte das vorhin ernst. Wir können die Sperre umgehen. Im Reaktorkontrollraum gibt es eine Schalltafel, um alles herunterzufahren. Die ganze Station. Der Computer wird motzen. Tun Sie es einfach. Und dann beten Sie, dass alles wieder hochfährt. Es sollte. Es wird. Jetzt. Gehen Sie. Ich bin ganz ein bisschen im Büro Außenbereich. Zeitaufgabe? Echt jetzt? Ziele, Vorräte mit Weiß vollgetankt. Fuß auch keine Schäden. Aktiviere Lockwoods, fliehe von Talos 1, töte den falschen Koch, finde mir das Medizin im Außenbereich. Ja, und wo bin ich? Da unten, ich könnte raus. Systemalarm. Reparaturbedarf. Zwar hier. So war's, dann machen wir das gerade. Gelöst. Dann gehen wir raus. Können wir noch kurz einen Anzug reparieren. Wo war das Zeug wieder? Hier. Und dann können wir noch ein Psyding schlucken. Wie sehen die eigentlich nochmal aus? Sowas. So, perfekt. Dann reden wir doch auch. Der hier leben wir schon von Dr. Ingvar, oder wie er heißt. Sie erinnert sich nicht an sie. Aber Michaela erinnert sich an sie. Sie hat ihren Zustand verborgen, um auf der Talos 1 zu arbeiten. Als wir es herausfanden, hätte sie zur Erde zurückgeschickt werden sollen. Aber sie machten eine Ausnahme. Ich weiß nicht, ob sie dadurch verantwortlich sind. Ohne ihre Medizin wird sie nicht lang durchhalten. Es liegt an Ihnen, ihr zu helfen. Ja, was jetzt noch? Das funktioniert nicht. Das ist Teil der Absperrung ihres Bruders. Der Hauptaufzug und alle äußeren Luftschleusen. Wenn Sie nichts dagegen tun können, stecken Sie fest. Er versucht, Sie aufzuhalten, Morgan.
und bringt dabei alle in Gefahr. Okay, warte mal, das sagen wir uns kurz. So, Y. Vielleicht kriegen wir da irgendwas. Nein, kriegen wir nicht. Schade. Hey Len, Krasikov hat gerade stinksauer die Kampf-Ox-Liga verlassen. Wir haben also einen Platz frei. Haben Sie immer noch Lust? Dann kommen Sie einfach zur üblichen Zeit in den Reaktorraum. Ich habe genügend Bauteile, aus denen Sie was basteln können. Und denken Sie daran, kein Wort darüber zu Brooks oder Ilushin. Die wissen nichts davon und das soll auch so bleiben. Connolly, fehlerhaft. Talia, wie auch schon offiziell im Bericht kommuniziert, habe ich Erdungswiderstände ersetzt und die Stromversorgung in Ilios Büro wiederherzustellen. Das würde zu einer heftigen elektrischen Explosion und einer strukturellen Beschädigung, wodurch das Büro nun dem Vakuum ausgesetzt ist. Gott sei Dank haben die Schatten den Durchbruch versiegelt. Die fehlerhaften Erdungswiderstände sind sofort zu einer Art formlosen, schwellenden, scheinbar organischen Masse verschmolzen. Ich gehe davon aus, dass mit allen Teilen im Lager etwas nicht stimmt. Verstehe, ich schicke ein paar Techniker, die sich das Zeug im Lager ansehen. Talia Brooks. Ja, das brauchen wir nicht, das war ja klar. Da haben sie Viecher reingesteckt, versehentlich. Systemalarm. Reparatur. Oh, schreck mich doch nicht. Reaktorkontrollraum, das heißt, ich komme da aber nicht raus. Das ist der dumme Bruder, das wieder verhindert hat. So ein Bastard, ey. Das ist offen. Reaktor. Grave Lift, Stair Aces. Maintenance Lift. Alter, schon ein riesiges Klump, ja? Ich bin ein bisschen vorsichtig und schaue mich mal um. Nicht, dass hier irgendwo was kommt, was uns wegfrittiert. Reaktorkontrollraum. Da unten? Okay, ich bin jetzt mal ganz crazy. Ne? Ist nur die Frage, wie ich da reinkomme. Ach, da ist eine Treppe. Fehlende Schlüsselkarte. Shit. Die vielleicht doch da oben drauf springen sollen. Da kommt dann mehr hoch, der Vogel. Das heißt, dass wir einen Weg finden, dass wir wieder hochkommen, regulär. Ja, ja. Schon kapiert. Gibt's hier eine Treppe? Ah, da vorne. Hier renne ich nochmal ein Shift. Müssen wir aufs Dach, auf dem Dach landen. Da kommen wir dann vielleicht rein. Müssen ihn vielleicht auch irgendwie wieder in Stand setzen. Müssen jetzt noch runterfahren, hochfahren, wie auch immer. Aber ich dachte, das wäre ein Viech. Nein! So. Ja, aber das ist eine Luke. Da müssen wir reinkommen, deswegen ist er schon offen. Hebelkraft 2. Jetzt kann man das, du. Hallo! Oh Gott, Zug auf Sicherheitsschalter. Anti-Red. Oh, jetzt Material. So. Warnung, nicht ohne Autorisierung starten, Anweis und Sicherheitsmeisung, nehmen Sie den Leitfaden für Notfälle bei Reaktorbetrieb. Neustarter teilen. Fehler, Sicherheitsschalter nicht aktiviert, bitte richtige Reihenfolge umlegen. Ah
Schnellstart. Was piepst hier so? Substationsstromnetz offline. Photovoltaikringe offline. Lebenserhaltung offline. Magnetosphäre offline.